Ja, ich bin der Urs Meier, bin stellvertretender Rettungschef hier auf dem Jakobshorn. Zu unserem Aufgabenbereich gehört morgen früh die Lawinensicherung. Und wenn der Heli nicht kommen kann, gehen wir von Hand. Das heisst, von Hand, wir gehen mit den Ski, mit dem Fell drauf, wenn man aufwärts gehen muss. Jeder Patrouilleur hat 1,5 Kilogramm Handwurfladung im Rucksack. Und dann geht man so, der Rest ist von Punkt zu Punkt. Das ist ein 100 Kilogramm Magazin, das wir hier zuoberst auf dem Jakobshorn haben. Da drinnen haben wir Handwurfladungen, dass wenn wir mit den Ski von Hand springen gehen, dass wir die hier zuoberst auf dem Berg haben. Da wir ungesicherte Handwurfladungen machen, brauchen wir zwei Sprengkapseln oder zwei Zünder pro Sprengeinheit. Da man sicher gehen muss, dass die sicher abgehen. Die Zündschnur hat Schwarzpulver einwendig und das gibt dann eine Art Verzögerung vom Anzünden, bis sie vorne an der Sprengkapsel ist, bis es dann klopft. Das sind 60 Sekunden, jetzt mit dieser Länge von der Anzündschnur. So sind die Ladungen eine Art wurfbereit und kommen auch so in den Rucksack hinein. Meistens ist an der Kammlage ist es meistens abblasen, also nützt es dort nicht viel. Man denkt immer an einen Ort springen, wo ein bisschen felsdurchsetztes Gebiet ist. Das ist meistens zwischen 40 und 45 Grad steil. Und dann allemal unterhalb des Felsen, dort hat es durch die Sonneneinstrahlung. Das ist dort am meisten Abstrahlen von den Felsen und erwärmen. Und es gibt dann eigentlich eine Schwachschicht daraus, die man gut auslösen kann. Dann das Ganze anzünden. Und jetzt geht es in 40 Sekunden wahrscheinlich noch, sollte es dann klicken. Wir haben heute Morgen die Lawinensprengungen durchgeführt und eine Lawine, die ist besonders weit gegangen, also hat einen grossen Auslauf gehabt. Je nachdem hat es auch noch Schaden gemacht und wir gehen jetzt mit dem Polizeihelikopter einen Rekoflug machen, und um das Ausmaß anzuschauen. Wir haben den Rekoflug durchgeführt und haben jetzt das Ausmaß gesehen, das die Lawine angenommen hat. Es hat ein paar Bäume geschädigt und das ist wichtig, dass man das in Zukunft für den Lawinenkataster erfassen kann.